bunter Spaß im Novembergrau. Mit Konfetti und Karnevalshits haben tausende Jecken in Köln den Start in die sogenannte fünfte Jahreszeit gefeiert. Der 11.11. um 11.11 Uhr ist für Karnevalsfans ein geradezu magisches Datum. Auch das nasskalte Wetter an diesem Montagvormittag wird einfach weggeschunkelt. Wir nehmen alles mit, ob Regen oder Schnee, ob Sturm oder Wind, wir sind immer dabei. Der Start in den Straßenkarneval fällt im kommenden Jahr auf Ende Februar. Am 27.02. geht es los mit der sogenannten Weiberfastnacht. Aschermittwoch ist dann am 5. März. Nach dem Bruch der Ampelbundesregierung könnten Neuwahlen womöglich in die Karnevalssession fallen. Was denken die Feiernden auf dem Kölner Heumarkt darüber? Also man hat ja gar nicht den Kopf dafür frei. Wir sind da mit der fünften Jahreszeit beschäftigt. Also ich finde, da könnte man auch nochmal verschieben. Bis Aschermittwoch. Die jetzige Regierung ist ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe manchmal die Gefühl, die sind immer noch im Winterschlaf oder in der Frühjahrsmüdigkeit. Aber es kann doch besser werden, sag ich mal. Ist mir scheißegal, ich gehe zum Karneval. Während um den Wahltermin noch gerungen wird, kann eins als sicher gelten. Die politischen Kabriolen in Berlin und anderen Teilen der Welt dürften sich auch in den Motiven der Karnevalszüge am Rosenmontag wiederfinden.